Luftgüte, Wassergüte sind die wichtigsten Umweltschwerpunkte. Immer wieder wird versucht, den jungen und auch älteren Menschen die Wichtigkeit des Wassers und die Stromversorgung zu erläutern. Anlässlich des Thementages über Energie und Umwelt haben die Stadtwerke Bruck an der Mur Schüler der Forstschule Bruck in die Materie eingeführt. Von wo kommt eigentlich das Wasser für Bruck und die Region? Wir haben in Oberdorf, das ist da oben in Oberreich, haben wir einen tiefen Brunnen, einen Grundwasserbrunnen, der versorgt hauptsächlich unser Stadtgebiet. Wir haben in der kalten Quelle eine Fassung von einer Quelle, das ist eine Notversorgung, und wir haben auch noch einen Anschluss an die zentrale Wasserversorgung Hochschwab Süd, wo wir Wasser entnehmen können. Also aus diesen drei können wir die Brucker Bevölkerung mit frischem Trinkwasser versorgen. Wie sicher ist denn die Stromversorgung bei Ihnen in Bruck und in der Umgebung? Ja, bei uns ist sie eigentlich fast zu 100% sicher. Wir erzeugen da im Kraftwerk selbst den Strom aus Wasserkraft, was sehr sauber ist, und was wir selbst nicht erzeugen können, müssen wir zukaufen, und da ist die Versorgungssicherheit auch recht hoch. Was meinen Sie, wo geht denn der Trend hin? Wird man mit der Wasserkraft auskommen? Wird es reichen oder wird man sich anderer Möglichkeiten bedienen müssen? Naja, es reicht momentan die Wasserkraft noch aus, aber die Zukunft wird sicher auch sein, Windkraft und Photovoltaikanlagen, die vermehrt schon gebaut werden und die Wasserkraft unterstützen. Weil Wind und Sonne ist ja nicht immer verfügbar, also muss man theoretisch die Wasserkraft auch noch weiter ausbauen, wenn der Verbrauch noch mehr steigen würde. Aber man sagt doch, dass diese Alternativangebote nicht ausreichen, dass sie nur einen gewissen Prozentsatz ausmachen, um Strom zu liefern. Aber wo kommt der restliche her? Der restliche kommt eben aus der Wasserkraft, aus kalorischen Kraftwerken teilweise noch im Winter und aus Speicherkraftwerken, die in die Gebirge Kaprun, im Mölltaler Gletscher und so vorhanden sind. Das heißt also, die Brucker Bevölkerung weiß, sie hat zu trinken und sie weiß, sie hat mit Strom auch zu heizen oder zu kochen. Ja, und wir können auch garantieren, dass das in Zukunft so bleiben wird. Dass die Brucker keine Angst haben brauchen, dass sie keinen Strom mehr haben oder auch kein Wasser. Es ist wichtig, bereits jungen Leuten diese Thematik näher zu bringen. Der Bürger ist gewöhnt, nur auf einen Knopf zu drücken und der Strom fließt. Wie viel Einsatz von Mensch und Maschine notwendig ist, weiß man oft gar nicht. Trotz aller Alternativen wird man um die Wasserkraft nicht herumkommen.